Joel mag in The Last of Us ein ruppiger, mürrischer Überlebender sein. Doch laut Bella Ramsey ist Pedro Pascals Verhalten am Set ganz anders. Auch wenn es den Anschein haben mag, dass die meisten Filme und Fernsehserien, die auf Videospielen basieren, von Anfang an zum Scheitern verurteilt sind, gibt es keinen Zweifel daran, dass HBO's The Last of Us einen Trick gefunden hat, um sich diesem Trend zu widersetzen. Und obwohl es viele mögliche Gründe für den Erfolg gibt, sind sich viele Fans einig, dass Pedro Pascals und Bella Ramseys Darstellungen des gequälten Überlebenden Joel und der Teenagerin Ellie ein besonderes Highlight sind. Wie schon im Originalspiel ist es das emotionale Herzstück der Serie zu sehen, wie das ungleiche Duo in einer von Ängsten geprägten postapokalyptischen Welt eine enge Bindung eingeht. Die Chemie zwischen Pascal und Ramsey mag in ihren Charakteren in The Last of Us stimmen, doch einige Zuschauer mögen sich fragen, wie ihre Dynamik in der realen Welt aussah, während sie am Set drehten. Wie sich herausstellt, hat Ramsey eine Menge über Pascals Verhalten am Set zu sagen. In einem Interview mit Screen Rant erklärte Bella Ramsey, dass die Arbeit mit Pedro Pascal von Anfang bis Ende eine unglaublich lustige Erfahrung war. Sie merkte an, dass das, was an Pascals Persönlichkeit wirklich heraussticht, seine überwältigende Großzügigkeit ist. Ramsey sagte: "Die Arbeit mit Pedro hat so viel Spaß gemacht. Er ist saukomisch. Er ist wahrscheinlich einer der witzigsten Menschen, die ich je getroffen habe. Außerdem ist er unglaublich großzügig. Das ist das Wort, das mir in den Sinn kommt, wenn ich an Pedro denke." Sie fuhr fort: "Er ist so großzügig mit seinen Worten, mit seiner Zeit und mit seinen Taten. Er ist einfach ein super cooler Mensch, mit dem man gerne zusammen ist, und er hat dafür gesorgt, dass man am Set viel Spaß hatte." Ramsey erinnerte sich gerne an die zahlreichen Gespräche, die sie mit Pascal während der Dreharbeiten führte. Die beiden konnten sich über ihre gemeinsame Game of Thrones Erfahrung anfreunden. Ramsey spielte die junge Lady der Bäreninsel, Lyanna Mormont, während Pascal den szenenstehlenden Oberyn Martell in der Fantasy-Serie spielte. Obwohl die beiden Charaktere nie gemeinsam auf dem Bildschirm zu sehen waren, hatten sie anscheinend dennoch viel über ihre Zeit bei Game of Thrones zu erzählen. Insbesondere hat Pascal einen Gegenstand, den er gerne aus der Fantasy-Welt von Westeros in The Last of Us mitnehmen würde. I really loved my robe. Bei den Dreharbeiten zu ihrer neuesten HBO-Show haben sich Pedro Pascal und Bella Ramsey offenbar stark aufeinander verlassen. Pascal selbst bestätigte dies in einem Interview mit Entertainment Weekly und teilte mit, dass ihre gegenseitige Unsicherheit und das Gefühl der Unruhe während der umfangreichen Dreharbeiten dazu führten, dass sie in kürzester Zeit enge Freunde wurden. "Wir haben nie aufgehört, Angst davor zu haben oder davon überzeugt zu sein, dass wir es richtig machen, aber zumindest konnten wir uns ohne Bedenken auf den anderen verlassen." Pascal erwähnte auch, dass seine Verbundenheit mit Ramsey einen Nebeneffekt hatte, da ihre Regisseure manchmal Schwierigkeiten hatten, zu ihnen durchzudringen. Er erinnerte sich: "Wir haben so viel Zeit am Set zusammen verbracht, dass es fast schon seltsam war, wenn wir nicht zusammen waren, was die Dreharbeiten anging. Es gab diese faszinierende Sache, die dann passierte. Wir waren einfach in unserer eigenen Blase, egal was passierte." The Last of Us mag ein ziemlich düsteres und deprimierendes Thema behandeln, doch es scheint, dass Pedro Pascal und Bella Ramsey einen Großteil ihrer gemeinsamen Zeit am Set damit verbracht haben, nicht in Gelächter auszubrechen. Auf die Frage von August Mann nach einer seiner schönsten Erinnerungen an die Dreharbeiten antwortete Pascal: "Für mich sind es diese Lachanfälle. Ich fange an, darüber nachzudenken, was ich höre, was in Bellas Hals unterdrückt wird. Wie eine Pilzerkrankung. Die Ansteckungsgefahr durch das Lachen war brutal." Ramsey gab eine ähnliche Antwort und merkte an, dass das Duo am ehesten dazu neigte, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen, während sie versuchten, einige der herzzerreißendsten Szenen der Serie zu drehen. Wie sich die Schauspielerin erinnerte, lachten sie sogar, während sie über die toten Familienmitglieder unserer Figuren sprachen. Es begann mit einem kleinen Kichern und wurde dann immer größer. Nach allem, was man hört, kamen Pascal und Ramsey am Set gut miteinander aus und halfen sich sogar gegenseitig, die emotionale Last zu erleichtern, wenn die Dreharbeiten besonders intensiv waren. Diese positive Dynamik zwischen den beiden Hauptdarstellern wird sich hoffentlich fortsetzen, wenn die Dreharbeiten zu The Last of Us Staffel 2 endlich beginnen.